1-2-1. Hallo Forumsmitglieder, guten Abend. Es ist Saturday Night und wir sind live und wir kommen wieder mit einem Seitenbericht hier aus dem Studio. Ich habe jetzt immer einen Merkzettel da, dass ich nicht immer mich online verbinden muss. Bezüglich der Bewertungsskala, ich lese da ein bisschen was ab. Die OEMS Black Pearl wurde jetzt 4 Stunden getestet und ist nach wie vor stabil geblieben. Der Vergleich mit der Blackout und der Black Code und der schwarzen Hexe von MSV ist nicht jetzt zufällig, sondern die Blackout und die OEMS Black Pearl spielen sich wirklich relativ ähnlich, wobei mir die OEMS geschmeidiger, elastischer ist. Elastisch in dem Sinne, dass sie überhaupt nicht in den Arm geht, was bei der Black Code am Anfang schon der Fall war. Insgesamt ist sie einfach ein bisschen weicher, die Seite. Ich habe sie, wie gesagt, mit 26, 25 Kilo bespannt und sie ist angenehmer zu spielen. Ist mehr für den Touch. Ich habe einfach ein besseres Gefühl gehabt als mit der Blackout. Die Blackout hat mir auch gefallen. Absolut. Und eine ein klitzekleines Spurchen hat mir jetzt die OEMS Black Pearl ein bisschen besser gefallen. Grundlinienspiel, ich habe heute in der Halle gespielt, allerdings muss ich dazu sagen, Doppel und Einzel, das Einzel habe ich nicht drauf auf der Kassette. Doppel haben wir gespielt, wie gesagt, habt ihr gesehen, knapp im Champions Tiebreak mit 7:10 verloren. Ein kurioses Champions Tiebreak in die Youngsters, Bernhard Kopenitz und David Schützhofer, 6:2 den ersten verloren, den zweiten dann 7:5 gewonnen und das Champions Tiebreak 1:6 hinten gewesen. Andy Oram spielt dann sensationell, mir gelingt eigentlich auch alles. Wir drehen das um, führen 7:6, ja, und dann reißt uns das Spiel wieder ab und wir verlieren 7:10. So schnell kann es gehen, aber irgendwann müssen ja die Jungen nachkommen, sage ich immer. Die Grundschläge, absolut angenehm zu spielen. Sie ist jetzt vielleicht nicht die Kracherseite, ja, also bei der Hex geht mehr weg, geht mehr ab. Aber man kann sich schön kontrollieren, Rückhand. Rückhand-Winnerschläge sind mir, wie gesagt, mit der Darm-Babulat-Kombi mehr gelungen. Da habe ich mehr Kontrolle gehabt, aber wie gesagt, ich werde sie noch ein, zwei Stunden testen. Overall, Topspin ist gut gegangen, kann man sich nicht so beschweren. Service, keine Beschwerden. Wichtig ist, dass es absolut armschonend ist, die Seite bis jetzt. Also bei mir tut sich gar nichts. Ich habe jetzt auch mal mit alten Bälle gespielt. Volley, eigentlich auch okay. Recht guter Touch gehabt beim Volley. Power Level ist so eine Sache. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das Power Level so richtig. Mit Speed Bälle spielen braucht man ein bisschen Eigenkraft. Also für eine elastische Seite, so called, bringe ich mit einer anderen elastischen Seite mehr Zug zusammen. Slice ist ganz okay gewesen, ja. Ähnlich wie bei der Blackout, ähnlich. Preis-Leistung, ich kenne den Setpreis der OEMS Black Pearl nicht. Ich kann nichts dazu sagen, ich habe sie geschenkt bekommen. Vielleicht kann jemand posten, was ein Set Black Pearl oder eine Rolle von, eine 200 Meter Rolle von der OEMS Black Pearl 1,23 kostet. Ich gehe mal davon aus, dass sie ungefähr im selben Preislevel wie die MSV Focus Hex ist, also 5, 6 Euro das Set, das ist okay. Wie ist die Seite? Kann man nicht sagen. Deswegen kriegt sie auch recht gute Stabilitätsnoten. Seiten verrutschen, auch
so gut wie nie. Hat mich sehr überzeugt. Im Seitenbett habe ich kein einziges Mal richten müssen. Das wäre es eigentlich so groß und ganz von der Bewertung der Ohms Black Pearl 1.23. Ich möchte auf keinen Fall eine dickere Ohms mehr spielen. Falls ihr jetzt kommt und sagt, okay, hey, probiert doch mal die Ohms Black Pearl in 1.30 oder was, vorläufig nicht. Ihr könnt mir aber gern auch Seiten schicken, Sets. Ich teste sie sofort an. Vielleicht eine White Pearl, falls es die gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich mit der Markenseite, der Seite Ohms irgendwie überhaupt noch nicht beschäftigt. Vielleicht gibt es eine Silver Pearl oder eine Blue Pearl. Ich weiß es nicht. Ja, und weil der Herr Denson auch Katzen hat, darf ich ihm jetzt auch einen Kater vorstellen. Schauen Sie sich diesen fetten Hund an. Aber er wird ständig gut gefüttert und ja, dem geht's gut. Besser als mir. Der steht nicht jeden Tag am Tennisplatz oder fährt irgendwann um 5 Uhr morgens mit dem Zug. Der kann sich ausschlafen. Er kriegt dann ein gutes Papi. Ach, ich liebe Katzen. Komm, runter. Ja. Aber die Scheiße war die Hause. Ja, das war wieder mal ein Seitentest. Ich möchte noch ein bisschen was ankündigen. Christian Rath, der Tennistrainer, wurde aufgefunden und zwar im Schwächert. Ich habe ihm eine Seite gegeben und zwar die Disho Yontek in 1.25. Danke an Tennisman und Go Deep. Die haben mir die Seiten zukommen lassen. Zwei Sets, eines werde ich testen und eines der Christian Rath und dann werden wir einen Paralleltest machen. Und auch ein Interview mit Christian Rath, selbstverständlich. Ah, Entschuldigung, dass es mit mir aufstoßt. Ich habe jetzt vorgegessen. Ich habe jetzt mir vorgenommen, dann nicht mehr während der Seitenbewertung zu essen. Kommt ein bisschen das Ganze wieder hoch, wenn man so schnell reingefuttert hat. Da muss man dann einen Apfelessig probieren. So ein Stamperl. Apfelessig mit ein bisschen Wasser und da wird das dann besser. Ja, im zunehmenden Alter, da kommen dann halt diese Beschwerden, diese Kleinigkeiten, die gesundheitlich ein bisschen, sage ich mal, einschränken. Ich weiß nicht, ob ich die Black Pearl standardmäßig in einem Schläger drin lassen soll. Ich werde sie jetzt morgen noch einmal spielen, morgen spiele ich noch einen Wintercup. Mir hat sie recht gut gefallen. Ich werde es mir so, sage ich mal, im Hinterstübchen beibehalten, einmal, dass man es vielleicht einmal probiert, wenn es wirklich einmal keine Alternative gibt mehr. Ich bin, wie gesagt, nicht unzufrieden mit ihr. Mir gefällt die Seite sehr gut. Und mal schauen, was morgen sich noch tut. Wie gesagt, die nächste Seite wird die Disho Yontek in 1.25 sein. Und da bin ich gespannt, weil auch der King Roger da vom der Wahnsinnige, der glaube ich schon 5000 Postings hat auf dem Seitenforum, ich kenne ihn ja alle, hat gesagt, dass die Disho Yontek momentan ein Renner, ein Hammer sein soll. Na, da bin ich gespannt, ob das stimmt. Farbmäßig so bräunlich, naja, ich mag eigentlich die ausgefallenen Farben, also diese Standardfarben, die gefallen mir eh nicht. Weiß, Natur. Die Zeit läuft oben, ich sehe ja zum Glück, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, noch mal eine halbe Minute. Und deswegen werde ich mich jetzt verabschieden. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin heute ein bisschen ruhiger, habe heute schon 4 Stunden Tennis gespielt, gegessen. Und da wünsche ich euch alle einen schönen Abend. Und scheiße, die Bayern haben wir leider wieder gewonnen. Ich schaue mir dann das Sportstudio an und wünsche euch allen einen schönen Samstagabend. Und bis zum nächsten Seitentest mit Marc Landauer.